Flug passiert von Ricky Ostertun, der allerdings im Moment die Matchführung Jimmy Connors überlässt. Aber wenn das dann immer so ausgeht, dass er den angreifenden Amerikaner so klassisch passiert, dann bitteschön. 30-15. Kann sich halt auch immer darauf verlassen, dass der gute alte Jimbo ein paar Fehler, ein paar relativ leichte Fehler einstreut. Ortspiel, Ostertun. 5-4 Führung im zweiten Satz. Und das sieht bisher sehr gut aus für Ricky Ostertun, der in diesem Jahr das Viertelfinale von Bari erreichte und, ich erwähnte das bereits früher, die Runde der letzten 16 in Monte Carlo. Da wiegen natürlich seine Leistungen hier in Paris noch viel schwerer bei diesem mit Abstand renommiertesten Sandplatzturnier der Welt, einem der vier Grand Slam Turniere, und es gibt für ihn ja sicherlich auch eine ganze Reihe Bonuspunkte wegen seiner Erfolge über Henri Lecomte, und wenn heute noch der Jimmy Connors dazu kommt, dann ist er mit Sicherheit deutlich unter den besten 100 der Welt, zurzeit 124. Sein bester Weltranglistenplatz war einmal 1985 Nummer 71. Aber bis zum Sieg über Jimmy Connors ist das natürlich noch eine ganz, ganz lange Strecke. Jeder Tennisexperte, jeder Tennisfreund von Ihnen, liebe Zuschauer zu Hause, weiß, dass Jimmy Connors auch mit 34 noch ein unglaublicher Kämpfer ist und kein Match vorzeitig verloren gibt. Jetzt schlägt er auf, gleiche Situation wie im ersten Satz. Er muss seinen Service durchbringen, sonst ist der Satz verloren. Zu lang aus, 15 beide. Beide. Das braucht Ostertun nur noch 2 Punkte, um auch den zweiten Satz zu gewinnen. Bewegt sich gut, macht sich nochmal locker. Satzball. Erste Aufmunterung für Jimmy Connors. Aber Satzball für Ricky Ostertun.
es war nochmal gut gespielt von Jimmy Connors, nachdem vorher Osterthun das Spiel zu bestimmen versuchte, kam dann diese Rückhand-Cross, weithändig geschlagen, die Osterthun in Verlegenheit brachte und der Rest war für Jimbo nur noch Formsache. Satzball abgewehrt, Einstand. Der Ball. Aha. Schiedsrichter bestimmt die Linienrichterentscheidung. Zwei Bälle, Aufschlag. Erster Aufschlag also für Jimmy Connors, während Ricky Osterthun den Schläger wechselt. Zweiter Satzball. Zweiter Satzball für Ricky Osterthun in diesem zweiten Satz. Fehler. Ja, ist richtig. Einstand. Den Ball von Connors hier im Vordergrund konnte ich nicht sehen, aber an der Reaktion des Publikums merken Sie zu Hause auch, dass der also zumindest umstritten war. Ricky Osterthun quittiert es scheinbar gelassen. Einstand. Erster Aufschlag. Und jetzt Vorteil auf Schläger. Nach zwei Satzbällen für Ricky Osterthun. Fehler. Einstand, vielleicht müsste der gute Ricky doch das ein oder andere Mal noch beherzter so die Initiative ergreifen wie gerade. Er hat mir zuletzt ein bisschen zu passiv gespielt, aber das lässt sich hier vom Nebenplatz immer leichter sagen als da unten auf Platz 1 tun. Vorteil Connors. Zum 5 beide. Ja, den hat er zu tief nehmen müssen und
damit 5 beide, nachdem zuvor Ricky Osterthun, ich wiederhole es nochmal, weil es so schön gewesen wäre, 2 Satzbälle hatte. 6-4, 5 beide aus der Sicht von Ricky Osterthun im Achtelfinale von Paris gegen Jimmy Connors. Ganz schöne Einstellung, dieses Bild auf die Optik einer der Fotografenkameras gesetzt. Aufschlag, Ricky Osterthun mit 9 Bällen. Die es hier außer am Anfang nach allen 11 Spielen gibt. Erster Aufschlag. Und das ist wieder der beherzte Kämpfer Connors, der jetzt unerbittlich seine Chance nutzt. 0:30. Correction. Transport. 5 beide. Beide. Wie denn nun? Eben hat er sich korrigiert und jetzt sagt er 0:40, das hieße 0:40. Tut mir leid, meine Damen und Herren, das ist doch manchmal der Standortnachteil, wenn man das Bild vom Nebenplatz sieht und einen Moment wieder mit Monitormontage abgelenkt war. Ja, das ist das Break für Jimmy Connors, der damit im zweiten Satz mit 6:5 in Führung geht. Schade, nachdem vorher Ricky Osterthun 2 Satzbälle in diesem zweiten Satz gehabt hat. Jetzt also 5:6. Hier gab es gerade großes Theater auch auf dem Center Court, eine umstrittene Linienrichterentscheidung mit anschließender Überprüfung des Abdrucks beim Spielstand
von 4-2 im vierten Satz für Mats Wilander, der mit 2-1 Sätzen führt. Aber bleiben wir bei diesem Spiel. Jimmy Connors hat jetzt also die Chance, mit eigenem Aufschlag den zweiten Satz nach Hause zu spielen. Den ersten gewann Ricky Osterthun mit 6-4. Silence, s'il vous plaît. Dreißig null. Und drei Satzbälle für Jimbo. Bringt Connors diesmal sein Aufschlagspiel durch und damit den zweiten Satz mit 7-5 an sich. Tja, meine Damen und Herren, schade, nicht wahr? Ricky Osterthun war so dicht dran, zwei Satzbälle. Und das hätte die 2-0 Führung nach Sätzen bedeutet in diesem Best-of-Five-Match gegen Jimmy Connors. Aber es nützt jetzt nichts mehr zu überlegen, was wäre, wenn. Auf ein neues im dritten Satz, zu dem Ricky Osterthun aufschlägt. Scheint ihn doch noch ein bisschen zu beschäftigen. Trifft diesen relativ einfachen Vorhandball nur mit dem Rahmen.
030